Okay. Gut, wenn ich hier am Start heute ab. Lalalala. Gut, wenn ich hier am Start heute mal was Neues. Eine kleine Tabak-Kombo, die ich euch mal vorstellen möchte. Ich zeige euch mal den letzten Tabak. Und zwar haben wir hier einmal den Ultimate Tobacco Black. Mit einem schlechten Fokus, den wir gleich mal fixen. So, Ultimate Tobacco Black. Das sind 150 Gramm für 13,90 €, wie man erkennen kann. Und dazu den Fumari Lemon, den man natürlich ein bisschen schwer kriegt, aber der ist auch wirklich wert ist. Also schmeckt echt gut nach eben Lemon. Zum einzelnen Geschmack sage ich das auch noch gleich was. So. Warum ich das dann wieder mal vorstellen möchte, ist einfach eine ziemlich geile Kombo. Also da habe ich einen Freund drauf gebracht und der Black, das schmeckt ja, also ich habe ja weißen einzelnen raus, deswegen kannst du das so sagen. Der Black, das schmeckt eben nach einer, ja so ein Beerenmix, Traube sowas, aber hauptsächlich eben so eine schwarze Traube und macht es wirklich extrem lecker. Ist nur ein bisschen schwerer zu rauchen, deswegen im Lotus, da habe ich nie so Probleme, dass der Druck, dass er kratzt, dass er sonst irgendwie was. Mit dem Phoenix ist eine andere Geschichte, ist ein bisschen schlecht. Der Fumari, wie gesagt, extrem lecker nach Lemon, absolut null künstlich, würde ich so behaupten. Und ist wirklich das Geld wert und dass man einfach versucht mal dran zu kommen. Also echt top Tabak. Ich sag euch die Kombo, die ist einfach geil, ja. Die habe ich von dem Typen, Dave nennt sich der, schönen Gruß an dich. Ja, Setup habt ihr gesehen, das ist der Sapphire Powerbowl. Kein Funnel, so wie die meisten rauchen mit dem Lotus. Und eben Lotus, zwei Stura-Kohlen und etwas Rauch. Hat auch wirklich super Rauchentwicklung, also passt einfach richtig gut zusammen, der Tabak. Man kann als Alternative, der Ultimate Tobacco Black ist ja wirklich nicht schwer zu bekommen, einfach mal bestellen. Und dazu nimmt das irgendwas, nimmt das Adalia Lemon oder keine Ahnung, irgendwas mit Lemon. Schmeckt insgesamt wirklich sehr gut abgerundet. Also es ist eine echt geile Kombo so. Und habt ihr jetzt diese schwarze Traube. Ich würde das Mischverhältnis ungefähr so machen. Ich mache jedes Mal ein bisschen anders, muss ich auch sagen. Aber so ungefähr 60 bis 70 oder sagen wir mal feste Zahlen 70 Traube, 30 Lemon. Weil da kommt dieser Lemon echt gut durch. Aber das ist halt der Fumari Lemon. Also ich habe bisher immer den Fumari Lemon dazu genommen. Und deswegen müsst ihr mal gucken, wie intensiv, wie pisseartig schmeckt anderer Lemon-Tabak, weil manche schmecken ja wirklich nach Urin so, nicht, dass ich probiert hätte. Aber da müsst ihr halt einfach mal das Mischverhältnis rausfinden. Wie gesagt, so ungefähr 70-30 ist echt eine geile Kombo. Extrem lecker. Das ist kein so ein Sommertabak, das ist eher sowas wie wenn man mal abends mal so ein bisschen chillen müsste mit einem Freund oder Freundin oder keine Ahnung was, mit einem Hund oder Katze, Hamster, irgendwas. Ja, könnt ihr auch ein Atomhamster-Setup machen, macht einfach einen Hamster auf dem Lotus drauf. Nein, wollen wir natürlich nicht, bevor ich hier noch Greenpeace am Hals kriege. Aber echt geile Kombo, unbedingt ausprobieren. Lecker!